Schallisoliert, Priya. Ja, habt ihr auch schon gehört, dass er grausig sein soll. Aber ich bilde mir da lieber meine eigene Meinung. Ich meine, ich bin kein großer Fan von dem Spiel. Ne, Teil 1 habe ich ja erst letztes Jahr zum ersten Mal gespielt. Tut mir leid, der Filter hat geklemmt. Dafür aber das Telltale-Game. Oh wow, noch einer. Ich bin so froh, dass du hier bist, weil es nur noch so wenige von euch gibt. Müssen wir mal gucken. Ups, tut mir echt leid. Kevin Hart ist dabei, also ist bestimmt lustig. Willkommen im Hauptquartier des Widerstands. Oh, so, alle seine Kritiken waren nicht gut. Sorry. Ja, Mark Horton. Oh, Natty, komm her! Es ist ja auch wie bei Spielen, ne? Das Magazin wird von dem Studio bezahlt, das Magazin wird von dem Studio bezahlt. Also ich lese sowas dann auch oder guck's mir an. Da bist du ja. Aber ohne mir eine Meinung zu bilden. Ich gucke einfach nur, was kritisieren die so. Sie mögen dich. Was dich suchen? Da. Blindgranaten. Aber ich bin da sehr vorsichtig. Drücke G, um Blendgranaten zu werfen. Habe ich mir schon gedacht. Na ihr. Du hast es geschafft. Als wir Schüsse hörten, sagte Alma, wir sollten fliehen. Bist du okay? Angeschlagen. Salt Lake hat mich gerettet. Wo sind die anderen? Ritnella und Nor leben. Sie wollten nach draußen. Das sollten sie lieber nicht. Arschweh, ne? So gefährlich, oder? Keine Sorge, ihr seid sicher. Das zählt. Was ist passiert? Das THP lag in Trümmern. Mercer ließ es bei der Evakuierung zerstören. Die Wände haben euch begraben. Ich hielt das euch ist Ost-Pandora. Für tot. Priya hat Funksprüche der RDA über ein Signal beim TAP aufgeschnappt. Ich wagte nicht zu hoffen. Wie lang waren wir dort? Fühlte sich wie nur ein Tag an. Für euch sollte es sich so anfühlen, aber es waren 16 Jahre. Was? 16? Alma, kann nicht sein. Ihr müsst verstehen, euch jetzt wiederzusehen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel mir das bedeutet. Ich habe euch enttäuscht. Das wird nie wieder passieren. Ich glaube, die Kamera hier ist besser, ne? Pass auf. Komm zur Ruhe. Rasch kümmert sich um dich. Daylan kennt sich schon aus und kann dich rumführen. Das hier kann dein Zuhause werden. Du wirst sehen. »16 Jahre. Völlig surreal.« »Ja, ich, weiß auch nicht, was ich davon halten soll. 16. Aber Alma hat recht. Wir können uns zu Hause fühlen. 31. Also, ich tu's. Ist doch cool hier. Die ganze Technik.« »Wohl wahr. Aber denkst du nicht, wir brauchen diese Ratschläge gerade mehr als die meisten?« »Er ist dort drüben.« »Das ist Rasch?« »Er ist cool.« Irgendwie. Ich denke, es gewöhnen sich einfach alle an uns. Ich weiß nicht mehr, wie es ist, ohne Zorn zu leben. Zu verarbeiten ist eine Wissenschaft. Du musst Rasch sein. Rajinda, bitte. Oh, entschuldige. Rasalgul. Alma meinte... Ich kenne Alma. Alma nennt mich Rasch. Dich kenne ich nicht. Ich bin neu. Entspann dich, Neuer. Ich wusste, dass du kommst. Hast die ganze Zeit geschlafen. Ich habe frische Kleidung für euch alle. Alma hat nicht erwähnt, dass du auch Sinn für Humor brauchst. Was darf es heute sein? Alles. Gib mir alles. Ah, dafür die Ersatzteile. Okay, 6 Stück haben wir eingesammelt. Was haben wir denn hier? Eine Gabe. Okay. So, Lendenschutz ist nie... Oh, bin ich nackelig? Forscherhemd. Jawohl. So. Was kriegen wir denn für 6?
Simples Munitionsgewebe, Lendenschurz-Mod. 10% Schusswaffenschaden. Okay, ist schon mal gut. 3% Schleichen. Und 3% Fernkampfwiderstand. Ja, dann gehen wir doch erstmal hier auf... Achso, Schusswaffe, ne? Will ich ja eigentlich nicht. Warte mal, kurz mal hier gucken. Nix. Schleichen. Schleichen ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber ich kann nur eins von den Sachen nehmen. Oh, dann nehmen wir doch hier Fernkampfwiderstand. Ja. So, mehr kann ich im Moment nicht nehmen. Ein guter Look ist nie falsch. Ziehe dir Navi-Kleidung an. Drücke, um das Inventar zu öffnen. Ah, ne, das ist nicht nackelig. Okay. Ausrüsten. Oh, süß. Bauchfrei. Mods? Anbringen. Cool. Kosmetik. Wow. Noch nicht. Okay. Höschen. Ja, so genau mein Stil. Sowas trage ich auch privat. So. Beutel. Hat er. Essen hat er. Sonst nix. Ja, immerhin. Okay. Schaden 16. Mods. Okay. Verschiedene Sehnen. Alles klar. Herr Kommissar. Was geht hier? Oh. Materialien festhalten. Okay. Das machen wir mal. Mhm. Lange Jagdpfeile. Vielseitig entworfen für eine hohe Bandbreite an Zielen. Okay. Also die Dinge brauche ich. Naja, da geht es nur um Munition. Okay. Gut. What else? Da haben wir die Karte. So, da kann man die Biome anzeigen. Das habe ich schon in dem Video gesehen. Und abgeschlossene Mission ausblenden. Und weiter. So. Achso, das ist einfach nur die Enzyklopädie. Quests. Skybreaker. Das ist doch hier DLC, ne? Herz der Prärie. Priya bat mich, ins Versteck des Widerstands zurückzukehren, wo Nesim nach mir suchte. Diese Quest kann momentan nicht abgeschlossen werden. Ah ja, zum Store. Verstehe. So. Endlich kann ich mich anziehen wie mein Volk. Jawohl. Dann haben wir das ja jetzt geschafft. Hast du... Kann ich dir was dafür geben? Sieh es als Gratisprobe. Diesmal. In Anbetracht besonderer Umstände. Wir nehmen, was wir hier kriegen können. Wenn du was Gutes findest, sag Bescheid. Na, wie Kleider? Ungewohnt? Ich glaube, ich mag sie. Ich will meinen Hut behalten. Und was von der Technik ausprobieren. Du musst diesen Alex kennenlernen. Er ist eine Art Erfinder. Du hast dich schnell eingelebt. Nun, es ist seltsam, aus TRP raus zu sein. Aber alle hier sind wirklich nett. Was denn? Ah. Weihnachtsbeleuchtung. Eine Lichterkette.
Hallo? Taelhan, dieser Ort zieht dich magisch an. Und du hast noch einen Navi dabei. Und hat sich nur umgezogen. Alex baut Sachen, Mechanismen und Technologie für die Kommunikation und zum Erkunden. Und für ein bisschen Chaos, falls es denn funktioniert. Siehst du das? Das ist Sid, mein System-Interaktionsdeck. Guter Name, oder? Bisschen schwierig vielleicht. Hajir fand ihn zu schwer. Aber was weiß der schon? Das habe ich speziell für Navi entwickelt. Bringt RDA-Geräte aus dem Takt. Habe ich aus alten RDA-Teilen gebaut. Und THP-Teilen. Ja, das können wir wegfeilen oder übermalen, falls gewünscht. Ich will Alma dazu bringen, es zu testen. Wir können es testen, oder? Können wir? Das klingt nach Spaß. Ihr könnt alle einen haben. Komm, probier es aus. Okay. Drücke 5, um Sid auszurüsten. Ich hoffe, dass es den Kabelschaden in unserer Luftfilteranlage findet. Siehst du die Kabel Bestimmt. Unter dem Boden? Du solltest ihnen bis zu den Wartungsfeldern folgen können. Ah. Probier es mal aus. Mach ich. Da. Halte, um Sid zu aktivieren. Dann benutze Q und E, um die korrekte Frequenz zu finden. Meine Daten zeigen auch oben War leicht. Fehler. Stimmt die Verkabelung. Kannst du schnell nachsehen? Es sollte sich an die Frequenz heften. Ein Kinderspiel. Kinderspiel. Ach, mir fehlt das Kindsein. Gedrückt halten. Da. Easy peasy. Okay, das sind dann die Heckelemente für die Basen, die man einnehmen soll, kann, muss. Hey Alex, ich hab den Fehler gefunden. Ein kleiner Hack und das System startet neu. Wärst du so nett? Auf den defekten Node und finde die Frequenz, um das Hacken zu starten. Okay. Da. Oh Gott. Geht um Zeit auch noch. Ich glaube, ich hab's. Aber ich habe gehört, das kann man alles automatisieren, wenn es dann irgendwann zu schwer wird. Ich habe gesagt, dass das die Zukunft ist. Ich freue mich darauf, es in Aktion zu sehen. Schön, wenn harte Arbeit Früchte trägt. Aber genug davon. Alma versammelt alle für eine Einweisung. Deine Freunde sehen sich noch draußen um, glaube ich. Sie suchen Schutz an einem Feuer in einer kleinen Höhle unter dem Gebäude. Oh, hier. Okay, Ersatzteile habe ich schon mal, die ich brauche. Das ist der Eingangsbereich hier. Sarintu. Nein. Sarentü? Sarentu. Es regnet. Geil. Naja, so viel zum Thema. Die sitzen unter dem Ding an einem Feuer. Okay. Da kommt was raus. Okay. Oh. Wollte ich gar nicht. Oh, wollte ich auch nicht. Was haben wir denn hier? Herstellungstisch. Okay, da kriegen wir wahrscheinlich noch eine Einweisung. Q
kochen. Ah. Habe ich auch schon von gehört. Okay. Na komm, dann gehen wir nochmal rein. Ich denke, dass sie da drinnen hocken irgendwo. Was haben wir hier? Und die Meerstocklager. Okay. Ich verstehe ihren Humor nicht. Da. So, halt. Achso, das war er. Ah ne, die sitzen echt draußen. Okay, alles klar. Mal trotzdem noch mal kurz gucken. Notiz. Einsammeln. Ah. Anmerkungen. Den Spieß umdrehen. Ja gut, ich werde das jetzt nicht alles lesen. Ich denke mal, den größten Teil kriegt man mit. Von der Story. Da müssen wir jetzt hier nicht da Ewigkeiten da rumlesen und machen und tun. Okay. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Bisschen die Lage checken hier. Mod. Jake greift die Abbaustätten der RDA und die Lieferposten an. Das können wir hier auch. Die Abbaustätten befinden sich hauptsächlich in Sektor 3 und 4, aber in meinen Augen sieht es so aus, als ob sie sich weiter ausbreiten. Keine Ahnung, nach welchem Prinzip. Waffen, okay. Priya denkt, dass die Ballons, die wir sahen, mit Scannern ausgestattet sind. Muss ich mir ansehen. Die Lieferposten. Na gut, dann gehen wir raus. Ah, da hätte er das Audio-Log aber laufen lassen können, ne? Rinella. So. Da unten. Ist das eine Höhle? Ja, da geht's weiter. Da sind sie. Daylan meinte, du wärst dran. Ich wusste nicht mehr, wie gut sich die Luft anfühlen kann. Einfach hier zu sitzen und zu genießen. Ohne Mercer zuhören zu müssen. Ich erinnere mich gar nicht an so viele Farben. Ich habe keinen Namen für sie. Wir werden sie erfahren. Die Wege der Sarentu neu lernen. Warum hat Alma uns nicht früher hierher gebracht? Warum war sie nie beim Tab? Vielleicht war es noch nicht sicher. Das ist es nie. Na und? Hot. Wir sind frei. Hot Tub. Ich möchte laufen, bis meine Beine nicht mehr können. Wir könnten einfach gehen. Jetzt gleich. Aber wohin? Wohin wir wollen. Zusammen. Was meinst du? Du, ich, Ritnella, Daylan? Dann könnten wir wieder Sarentu sein. Alma hat uns nicht grundlos geholt. Sie versammelt alle für eine Ansprache. Sie muss einen Plan haben. Bleib nicht wegen ihr. Sie will dich beherrschen. Wie alle Menschen. Nicht alle. Alma war immer gut zu uns. Die Leute hier mögen sie. Und die sind nett. Nicht? Priya hat mir ihr Funkgerät gegeben. Nicht? Ja, sie wollen uns wohl helfen. Wollen wir mal sehen, was Alma will. Naja, kann eigentlich nur gut werden. Eher nicht. Nor, bitte. Komm schon. Alle warten. Ich hab... Okay, okay. Gib mir nur einen Moment. Das Licht ist anders hier draußen. Ich will es genießen. Aha. Waren wir nicht lange genug eingesperrt?
Immerhin schlafen wir heute unter den Sternen. Wie früh ein Versteck? Werde ich mich je ganz als Nö, das brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Hier kann man tauchen, ne? So, wo müssen wir denn hin? Ist das? Wechselplatz. Ein Ort, an dem die Navi ihr Aussehen verändern können. Wechselplätze findet man normalerweise in den Clanheimaten der Navi. So, und da müssen wir hin. Okay. An manchen Tagen will ich nur noch weg hier von diesem Ort. Da hinten. Okay. Mal kochen. Wir haben doch was zu essen eingesammelt, ne? Nee. Anscheinend kann ich noch nicht. Mag der nächste. Komm, dann gehen wir mal wieder rein. Fühlt sich an, als ob ich hier alles nur noch mit Klebeband und Gebeten zusammenhalte. Okay. John Mercer, Gründer des THP-Programms. Kein Unbekannter für die Sache. Aber leise jetzt. Aber für viele von euch ist er das schon. Er kam nach Pandora als Executive Vice President für Grenzoperationen. Zusammen mit einer Freundin vom THP, Colonel Angela Harding, als Sicherheitschefin. Er ist ehrgeizig, eigennützig, egoistisch. Und ihr wart ein Team. Wir kämpfen jetzt seit Monaten gegen die RDA. Was macht das noch aus? Mercers Taktiken sind aggressiv. Dann sein Frust über das Versagen des THP. Wir brauchen eine Strategie. Die Arbeit mit den Clans war schwierig. Einige Ardanahe wollten kämpfen, aber nach Verlusten auf ihrer Seite haben sie aufgegeben. Wir sind nur bis zu den Seswa gekommen. Kampfbereit, aber sie wollten keine Allianz mit Menschen. Dein Clan bestand aus Geschichtenerzählern, Diplomaten. Sie waren respektiert. Die Na'vi werden dir zuhören. Oh, Alma, in der Nähe ist eine Verschmutzung. Sehr nah. Sehr stark. Das kann nur von der RDA kommen. Sie sind hier? Mit Mercer? Nein, ohne ihn. Verschmutzungen entstehen durch die RDA-Maschinen. Sieht nach einer Bohrstelle aus. Sie reißen das Land auf. Vergiften so eine Basis, wo man befreien bis es muss. Schlamm ist. So nah waren sie noch nie am Hauptquartier. Wenn sie sich umsehen, finden sie uns. Wir sind im Moment überfordert. Sorlek, tu, was du kannst, um alles abzusichern. Anka, versuch Hajir über Funk zu erreichen. Ich könnte sie runterfahren. Ich denke, ich kann jetzt mit Sid umgehen. Das ist eher keine gute Idee. Lass sie gehen. Sie können kämpfen. Keine Sorge. Okay. Aber sei vorsichtig. Der Rest von euch achtet auf weitere Patrouillen. Funkgeräte an. Pass auf. Wenn die RDA dich bei der Bohrstelle sieht, greifen sie an. Denk an meine Worte. Fertige Pfeile, konzentriere dich. In der Hauptluftschleuse findest du Vorräte. Hast du etwas für mich? Guck mich an. Ja, okay. Haben wir noch genug Pfeile? Ah. Das ist schön. Okay, wo müssen wir hin? Da lang. Ich habe immer noch
Den Wegpunkt da, ne? Kochstelle. Experimentiere mit Kochzutaten herum, um Gerichte zuzubereiten, die vorübergehende vorteilhafte Wirkung mit sich bringen. Ja. Alles klar, Kommissar. Nein. Mach's aber. Okay. Da lang. Ich wünschte, der Monitor wäre HDR-fähig, dass man das volle Grafikerlebnis hier genießen kann. Aber haben wir nicht. Oh ja, hier sieht's tot aus. Da ist der Turm. Okay. Priya, ich bin an der Bohrstelle. Der Boden ist... Das passiert jedes Mal, wenn die RDA sich irgendwo breit macht. Die Maschinen verschmutzen einfach alles. Alles. Aber hey, Pandora ist stark. Wenn man sie runterfährt, erholt sich das Land schnell davon. Sekunde, ich sehe mir die Pläne mal an. Du hast die Pläne? Das muss auch Vorteile haben, ein Ex-RDA zu sein, hm? Nee, mit denen ist nicht zu spaßen. Sieht aus, als ob wir hier zwei Maschinen hätten. Die Kühleinheit auf dem Bohrturm und ein Generator. Was ist mit der RDA? Naja, man kann sie runterfahren, ohne dass sie es merken. Es sei denn, sie erwischen dich dabei. Okay. Nutze deine Navisinne, um Schwachstellen von RDA-Einrichtungen zu dingsen. Okay, ganz schön was los hier. Ich habe auch gehört, man kriegt mehr Loot, wenn man sich da reinschleicht. Also wirklich so Far Cry-mäßig. Oh oh. Oh oh. Schnell. Ich bin entdeckt worden. Verdammt.
warten. Es muss hier sein. So. Die Pfeile kriege ich aber nicht mehr, ne? Okay, dann muss ich mir mal ein paar herstellen. Gut. Fünf war das, ne? Oh, na. Okay. So. Das Ding zerstören. Zack. Und dann war hier noch was. Hier? Nein. Fünf. Oh ja. Essen sie auch noch ab und zu. Beziehungskasten. Beschädigt man diesen elektrischen Beziehungskasten, werden alle damit verbundenen Geräte deaktiviert. Okay. Generator und Kühleinheit sind offline. Achso, ich hätte auch einfach schlagen können, ne? Dann kannst du reinfeuern. Bekämpf Feuer mit Feuer. Tut mir leid. Tudum. Die Natur erobert das Gebiet zurück. Habt ihr Explosion gehört? Die Luft wird schon wieder besser. Sehr schön. Hey, hallo. Verwenden Sie kosmetische und visuelle Elemente, um das Erscheinungsbild Ihres Charakters, Ihrer Waffen und Ihres Ikran anzupassen. Ich hab das Bohrwerk runtergefahren. Jetzt ist erstmal Ruhe. Geil, es wird dunkel. So. Und da hinten ist da noch Loot oder was ist das? Diese Schmetterlinge. Nordwestlich des pneumatischen Turms. Echo. Nordwest. Ja, wahrscheinlich, ne? Was ist das? Boah, wie schön, ne? Diese Schmetterlinge? Die umkreisen mich. Was soll ich machen? Ah, ne, halt, Q. Trifft Taylor und die anderen Sachen da an der Spitze der Klippe. Nordwestlich des Turms. Echo, ja.
Okay. Ist das hier was, wo ich dann... Nee. Guck mal, hier sind Schmetterlinge. Schön, Alter. Wirklich schön. Jetzt hätte ich aber echt gern HDR oder irgendwas, ne? Ist ja trotzdem wunderhübsch. Richtig? Wo soll ich hin? Ah, da soll ich hin. Okay, bin ich hier komplett falsch? Aber macht ja nichts. Nee, nicht falsch. Wir können hier ja einfach lang. Boah. Geil. Wie das ausgeleuchtet ist, ne? Durch das Path Tracing. Beautiful. Da stehen sie und sagen nichts. Oben, mach schnell! Was geht? Die Blume, die sich nur für Sarentu öffnet, um Ewa zu erreichen, nach so vielen Jahren. Ewa, es war mein Traum. Sollen wir das wirklich tun? Ich bezweifle es. Du hast das noch nie gesehen. Pandora besteht nicht aus Metall. Ja, nur... Vielleicht ist das ja giftig. Oder so. Die Farbe steht bestimmt für Gift, ganz sicher. Ewa tut uns nichts. Mercer hat vor Ewa gewarnt. Wir verbinden uns zusammen, ja? Gleichzeitig. Okay. Aber was ist das? Mein eigenes Zeichen? Kennst du mich, mein Kind? Ich bin Entu, fürwahr, erster unseres Clans. Die Sarentu durchstreifen Pandora und halten die Clans mit Geschichten zusammen. Du bist neu, richtig? In dieser Welt? Komm zu den Tarsiu, Kind, wenn du die Weisheit der Ahnen brauchst und du wirst Erfolg haben. Doch zuerst lerne zu überleben. Das erste Mal Pandora zu sehen, ist wie das erste Mal das Meer zu sehen. Es scheint unendlich groß zu sein. Steht nie still, ist immer in Bewegung. Du kannst dich von den Wellen tragen lassen oder du ertrinkst darin. Um auf Pandora zu überleben, musst du lernen, dich zu bewegen wie die Wellen, zu steigen und zu fallen. Mit genau der gleichen Energie. Nimm diese Gabe des Fließens. Mit anderen Worten, wenn dich das Leben fickt, beweg dich einfach im Rhythmus. Und du kommst zu deinem Höhepunkt. Airboost.
Drücke Space. Während du dich in der Luft befindest, um einen Satz in der Luft zu machen und noch mehr an der Höhe zu gewinnen. Beim Berühren einer vertikalen Oberfläche und Drücken dieser Option kannst du dich von der Oberfläche abstoßen und so zusätzliche Höhe gewinnen. Du musst den Boden einmal berühren, nachdem du einen Air Boost ausgeführt hast. Okay. Klingt gut. Ah, das sind die Ahnenfähigkeiten. Kind, deine Stärke und Agilität als Sarentu lassen dich höher springen. Nutze dies auf der Jagd und im Kampf zu deinem Vorteil. Die sollen sehr wichtig sein. Man sollte die Blumen abklappern, wenn man welche entdeckt auf der Karte. Unser Vorfahr, ein echter Sarentu. Glaubst du, er wusste, dass wir anders sind? Wir sind nicht anders. Wir wuchsen nicht im Clan auf. Mit unseren Liedern oder Geschichten. Nur mit denen der Himmelsmenschen. Mit Tod, Zerstörung, Hass. Aber wir gehören zu Ewa, ja? Mercer sagt, Ewa bringt Schmerz. Vernebelt Herz und Verstand. Mit Tricks und Lügen. Er will uns Angst machen, zum Schweigen bringen und kontrollieren. Dies ist der Weg der Sarentu. Unsere Verbindung zur großen Mutter. Großmutter quasi. Oma Ewa. Ah, Skillpunkte verdient. Cool. Hat ein bisschen was von so einer fleischfressenden Pflanze. Gab es so irgend so einen Film. So, Fähigkeiten. Okay. Jetzt müssen wir uns überlegen. Fähigkeiten sind mächtige Aufwertungen für deinen Charakter, die außerdem zu deinem Kampfkraftrang beitragen. Es gibt zwei Wege, mit Hilfe von Fähigkeiten voranzukommen. In den Skillbäumen Skillpunkte ausgeben und dich mit allen Tazui-Blumen verbinden. Es gibt 5 Skillbäume. Jeder repräsentiert einen besonderen Aspekt des Navi-Daseins. Setze an diesen Bäumen Skillpunkte ein, um neue Fähigkeiten freizuschalten. Skillpunkte erhältst du durch das Abschließen von Haupt- und Nebenquests. Ah, okay. Du kannst auch Skillpunkte sammeln, indem du Tarsiu-Blumen und Tarsiu-Setzlinge findest. Verwende die Karte, um sie leichter aufzuspüren. Ahnenfähigkeiten sind mächtige Fähigkeiten, die jedes Mal gewährt werden, wenn du dich das erste Mal mit einer neuen Tarsiu-Blume verbindest. Die Standorte dieser Blumen sind auf der Karte markiert. Oh, jetzt schon. Okay, das ist gut. So, Überlebender. Pandora ist ein wunderschöner, aber gefährlicher Mond. Alle Navi müssen Meister der Überlebenskunst sein. Diese Erinnerungen der Sarentu helfen dir dabei, Energie zu sparen, mehr nützliche Objekte zu tragen und deine Überlebenschancen gegenüber gefährlichen Pflanzen, Bestien und anderer Wildtiere zu erhöhen. Okay, mehr Sachen tragen ist schon mal wichtig. Diese Erinnerungen weisen dir den Weg eines Kriegers und lehren dich die lange vergessenen Kampfmethoden. Okay. Diese Erinnerungen der Sarentu helfen bei der Jagd und der Einteilung der Munition. Diese Erinnerungen der Sarentu helfen bei der Herstellung der beeindruckendsten Objekte auf Pandora. Diese Erinnerung ist derzeit unbekannt. Okay, es klingt alles nicht schlecht. Aber ich glaube, lootmäßig sollten wir mal gucken. Halt, hier. Deine allgemeine Gesundheit wird um 30 erhöht. So, das ist schon mal sehr wichtig für mich. Dein durch Pflanzen
Erlittener Schaden ist um 50% reduziert. Um 50%. Widerstand gegen Feuer, Gift und Elektrizität. Oder? Okay. Ist um 30 erhöht. Ja gut, können wir eh nicht, das können wir noch. Du erhältst zusätzliche 50% deiner allgemeinen Energie. Aha. Die Pflanzen erlittener Schaden ist reduziert. Ich glaube, Energie ist sehr wichtig, ne? Fangen wir erstmal da an, würde ich sagen. Oder wir gucken mal, was die sonst noch so zu bieten haben. Dein allgemeiner Schaden wird um 5% erhöht. Das ist schon mal nicht schlecht. Solange du in der Hocke bist, bist du schwerer zu entdecken und bewegst dich schneller fort. Mhm. Oh, oh. Die Dauer von Stärkungen durch Essen wird um 25% erhöht. Die Dauer? Okay. Gehen wir auf Schaden. Okay. Oh, wir haben ein Rezept. Achso, Pilz mit Eifüllung, ja. Lied. Etwas. Etwas empfangen. Eiwas empfangen. Diese Perle von Rinella symbolisiert die Wiedervereinigung mit Ava und Pandora. Okay. Audioprotokolle haben wir gehört. Teilweise. So. Jagdbuch. Glockenzweig. Ah, siehst du, kann man sogar markieren, um die Dinge zu finden. Okay, auch nicht schlecht. Quests. Ah, ich habe im Moment keine Quest. Okay. Das Jagdbuch. Ah, hier. Das noch. Ja, okay, cool. Gehen wir auf die Karte gucken. Betankungsanlage. Das ist das, was ich jetzt gerade befreit habe. Wahrscheinlich, ne? Oh. Oh, ist groß. Da geht was. Okay. Hauptquartier des Widerstands. Zeigt da nichts an, okay. Dramatischer Turm. Das ist ja erledigt. Was ist denn eine Betankungsanlage? Sollen wir da mal hin? Können wir mal gucken. Ich muss dir was zeigen. Etwas super cooles. Also, ich finde das cool. Du bestimmt auch. Also, wenn du mal Zeit haben solltest zu kommen, dann es eilt nicht. Ich bin auf dem Weg zum Hauptquartier. Bis bald. Oh, cool. Okay. Ja, dann nutzt uns mal die Schnellreise ins Hauptquartier. F. Was, minus 20%? Von Energie oder was? Nö, dann nutzen wir keine Schnellreise. So. Halt hier. Okay, dann machen wir mal unseren Marker mal wieder weg. Gucken einfach mal, zeigt ihr mir das hier an? Nee, das ist doch blöd. So. Geh. Nee, so war das nicht gemeint. Wegpunkt, okay. Da hinten. Okay, kann ich hier nicht irgendwo abseilen? Nee, ne? Nee. Aber Doppelsprung können wir dann mal nutzen.
um vielleicht hier rüber zu kommen. Ja, ist ein bisschen weit. Echt schön, ne? Ja, das ist der Weg zurück. Der normale. Ist das so hoch, wenn ich mich da fallen lasse? Bestimmt, ne? Probieren. Nee, geht. Okay. Gehen wir mal zurück ins Hauptquartier, die 500 Meter. Echt hübsch. Unbekannte Wildtierfährte. Ah ja. Ist das zum Tierejagen? So, ich glaube, die Pflanzen hier, die haben mir vorhin weh gemacht. Und da geht's hoch. Was macht ihr? Sammeln. Sachte ziehen. Ah, cool. Okay. Ubisoft Connect Levelaufstieg. Ja, ja. Naja, okay. So. Das, also... So eine geile Beleuchtung, ne? Das ist krass.